Hi ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, ich musste eine kleine Pause machen, ich bin immer noch etwas angeschlagen, aber heute will ich euch nicht ohne ein leckeres Rezept lassen. Und wir machen heute eine ganz leckere Kürbis-Lachs-Lasagne und zwar mit Butternusskürbis. Alle Zutaten findet ihr hier eingeblendet oder auch nochmal unterm Video schreibe ich euch alles auf. Bitte nehmt für dieses Rezept unbedingt Butternusskürbis, weil der hat ein ganz, ganz anderes Aroma als Hokkaido. Natürlich könnt ihr im Grunde auch Hokkaido nehmen, dann aber halt vielleicht keinen Lachs. Den Lachs könnt ihr auch weglassen. Ich habe dieses Rezept hier gefunden und ausprobiert und ich möchte es euch super gerne weitergeben, weil es wirklich ganz, ganz fein schmeckt und die Zutaten sind alle aufeinander abgestimmt. Also es wird euch ganz, ganz sicher ja, recht einfach gelingen. Den Butternusskürbis schäle ich auf jeden Fall und schneide ihn dann in kleine Würfel, denn wir geben das Ganze ungegart in den Ofen. Die kleinen Würfel sind auf jeden Fall nach 30 Minuten im Ofen gar. Das kann ich auf jeden Fall sagen, denn ich habe es ja gestern schon einmal ausprobiert. Ich schäle den also mit einem Sparschäler und dann könnt ihr hier so entweder Streifen oder so Scheiben abschneiden und könnt das dann würfeln. Geht total easy. Hier seht ihr nochmal alle Zutaten, die ich benutzt habe, gewürfelt. Und den Lachs müssen wir natürlich noch in Stückchen schneiden oder reißen und die Zwiebel würfeln. Das ist eigentlich alles. Es ist eins meiner Lieblingsrezepte in der letzten Zeit, weil es halt total einfach zum Vorbereiten geht. Und während die Sache im Ofen gart, könnt ihr den Topf abwaschen, den wir gleich noch brauchen werden. Auf jeden Fall, ich hoffe, ihr macht es zahlreich nach, denn es schmeckt wirklich ganz, ganz fein. Und die Lasagne behält tatsächlich nachher auch ihre Form. Ihr seht es nachher auch nochmal. Wir brauchen nur einen Topf, also wirklich easy peasy Rezept. Topf auf den Herd, Butter rein, dann die Zwiebeln dazu. In der Zwischenzeit natürlich den Dill noch hacken, ist ganz klar. Während das hier vor sich hin brät, ein paar Minuten, könnt ihr ja den Dill schneiden, so habe ich es gemacht. Wenn ihr dann die Zwiebeln in der Butter angeschwitzt habt, gebt ihr einfach das Mehl drüber, also einfach ein bisschen drüber stäuben. Daraus wird dann eine sogenannte Mehlschwitze. Lasst das Ganze für 2-3 Minuten so ein bisschen aufköcheln, bei nicht zu starker Hitze, also ihr könnt ruhig ein bisschen Hitze wegnehmen. Da habt ihr schon eure Mehlschwitze, die ihr dann bitte mit dem Becher Sahne ablöscht und mit dem halben Liter Brühe. Ich habe es ganz easy peasy gemacht, weil mir ging es gestern echt nicht gut, dass ich nicht mal ein Stativ in die Küche schleppen konnte. Also bitte verzeiht es mir heute. Ich habe dann einfach Wasser reingegossen und die Brühe dazugegeben, also gekörnte Brühe. Das braucht ihr einfach, damit das einen guten Geschmack gibt. Den Dill dazu, den Käse dazu und ihr könnt das Ganze jetzt mit etwas Salz und Pfeffer abschmecken. Bitte vorsichtig mit Salz, weil der Lachs ja schon sehr salzhaltig ist. Ich habe also Muskat noch eine Prise dazu gegeben. Das verstärkt einfach nochmal eure Aromen, schmeckt echt lecker. Das war die ganze Vorarbeit. Jetzt nehme ich mir einfach eine Auflaufform, fette die ein bisschen mit dem Rest Butter, was noch in der kleinen Schüssel war, ein, also mit dem Küchentuch, einfach ein bisschen auswischen, damit ihr das Ganze nachher auch wieder gut abwaschen könnt. Und dann fange ich an, meine Lasagneplatten einzuschichten. Darauf gebe ich eine Lage Kürbiswürfel, darauf ein bisschen Lachs und darauf dann eine Kelle oder zwei Kellen von der Soße. Ihr könnt natürlich einschichten, wie ihr wollt. Das ist total egal, wie rum ihr das macht. Wichtig ist nur, dass ihr mit einer Soßenschicht abschließt oder mit einer Schicht Käse. Beim Käse könnt ihr übrigens auch wählen, ob ihr lieber Gouda nehmt oder ich habe Greyerzer genommen. Der passt für mich einfach, weil er würziger ist, besser zu dem Lachs und zu dem Kürbis. Aber ihr könnt da auch austauschen. Ja, die letzte Schicht Lasagneplatten und darauf dann eben entweder Soße oder Käse. Und das Ganze geht dann bei 180 Grad Umluft bei mir in den Backofen. Wenn ihr Ober-Unterhitze habt, müsste 180 Grad auch gehen. Bei 200 Grad, ja, weiß ich nicht, könnte euch der Käse oben zu schnell zu dunkel werden. Aber das könnt ihr auch abdecken, wenn ihr Backpapier nehmt zum Beispiel. So sieht das Ganze dann aus, wenn das Ganze aus dem Ofen kommt. In der Zwischenzeit konnte ich wunderbar alles abspülen. Das heißt, ihr habt dann nichts mehr zu tun, außer noch zu genießen. Und jetzt hoffe ich, euch hat mein Sonntagsvideo etwas gefallen. Und ja, ihr seht auch, das gerät gar nicht aus der Form, aber die Flüssigkeit braucht es einfach, damit die Lasagneplatten durchgaren. Und ansonsten kann ich an dieser Stelle nur sagen, guten Appetit, recht viel Spaß beim Nachkochen und ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Kochvideo mit dabei. Schönen Sonntag, bis bald!